Guten Tag, wir sind in Neu-Ulm. Wie nah ist es an Ulm? Ganz nah. Ganz nah? Ja, aber es sind, Laufen. Aber es sind zwei verschiedene Bundesländer. Ja, Bayern und Baden-Württemberg. Du kommst aber aus einem anderen Bundesland. Ich komme aus Thüringen. Aus Thüringen, im schönen Erfurt, wo Rupfi der Weihnachtsbaum vor einigen Jahren genau. stand. Und du bist eine der Hüterinnen, der ja, Nachkommen von Rupfi. Genau, mein Rupfi, der ist jetzt schon ganz schön groß, steht auf dem Balkon und hat ein Stück Heimat nach Ulm gebracht. Ich habe ja die Rupfi, Mini-Rupfis, habe ich ja beim Weihnachtsmarkt in Erfurt verteilt. Das Video schreibe ich auch hier drunter, wo ihr das Video sehen könnt. Und wo hast du deinen Rupfi? Den hast du nicht vom Weihnachtsmarkt, den hattest du woanders. Nee, genau. Hatte ich mich beworben und bin ausgelost worden, dass ich ein Rupfi bekommen darf. Also aus den Zapfen von Rupfi, ja. der selber nicht mehr existiert, wurden dann diese kleinen Bäumchen gezüchtet. Und wo hast du den gelagert in der Zwischenzeit und wachsen lassen? Auf dem Balkon in Ulm. Was war dein Geheimnis, dass er so schön durchhält? Das weiß ich nicht. Liebe. Liebe. Und ganz viel mit ihm reden. Was redest du mit ihm so? Ja, sag Hallo und ob er Wasser möchte, dass er schön groß geworden ist, ja. Wie sieht's aus mit Thüringer Klößen? Tust du dir auch manchmal in die Nähe, dass er sich heimatlich fühlt? Oder? Nein. Keine Klöße. auch keine Bratwurst. Stimmt, das ist auch ein Ding. Ja, das stimmt. Oh ja. Liebe Rupfi-Freundinnen und Freunde, wir wissen von niemandem sonst außer dir, dass das Rupfi mal durchgebracht wurde. Bitte postet ihr drunter eure Fotos. Dein Foto poste ich auch hier drunter. Okay. Oder schneid sie rein. Kann ich jetzt hier in den Film reinschneiden. Und vielleicht kannst du auch noch ein paar zur Verfügung stellen. Wie lange ist das jetzt her? Warte mal, 3 Jahre? Vier. Und wann musst du ihn einpflanzen, weil er nicht mehr auf deinen Balkon passt, wenn es so weitergeht wie jetzt? Das weiß ich noch nicht und ich weiß noch nicht mal, wo ich ihn einpflanzen kann. Also, liebe Rupfi, Freundinnen und Freunde, vereinigt euch, postet euch hier drunter, vernetzt euch und dann vielleicht können wir einen Rupfi-Wald erschaffen. Ja. Wenn ihr keine Ahnung habt, worum es geht, guckt euch das Video an von den letzten Minuten von Rupfi. Das poste ich auch hier drunter, das habe ich nämlich auch gedreht. Super cool. Aber bis jetzt geht es ihm gut. Hat er schon Zapfen? Nein, noch nicht. Riecht er gut? Ja. Wonach? Fichte. Nach Fichte. Vielen herzlichen Dank. Meldet euch hier drunter, ne, und vernetzt euch. Es ist jetzt Januar 2024. Yep. Tschüss. Ciao. Ciao.